Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder natürlich was Leckeres zu essen. Und zwar Barbecue-Tacos mit Rinderhackfleisch und Gouda von HelloFresh. Ich bin momentan ein bisschen einfallslos, was ich kochen soll mit dem Wetter da draußen. Also, was soll's? Los geht's! Als erstes mache ich die Soße. Dafür nehme ich so einen Sahnejoghurt. Dazu kommt noch Mayonnaise, Saft von zwei Limettenspalten, die ich hier schon geschnitten habe. Und ganz wichtig, so ein Sriracha, scharfe Chili-Soße mit rein. Und mit Salz und Pfeffer abschmecken. So, die Soße ist fertig umgerührt. Und jetzt werden die Tortillas erstmal kurz in der Pfanne warm gemacht, ohne Öl. Nur damit sie so ein bisschen angenehm lecker warm sind. Während das noch vor sich hinbrät ein bisschen, damit es ein klein wenig nur dunkler wird und schöner, habe ich in der Schüssel schon mal den Salatmix und mache Mais dazu noch rein. Salz, Pfeffer versteht sich auch. Und ein Teil des Dips, den wir gerade gemacht haben. Und verrührt das alles. Hier brate ich schon das Hackfleisch an und wäsche es dann mit der Barbecue-Soße ab. Ob das reicht? Mal sehen. Das Fleisch ist fertig. Ein bisschen Barbecue-Note. Es war trotzdem mir zu wenig Soße für mich. Als erstes wird jetzt also hier ein Tortilla genommen, mit der Soße bestrichen, dann ein Stück Fleisch hier drauf. Dann hier vorne vom Salat ein bisschen Käse und die restlichen zwei Limettenstückchen werden drauf gespritzt. Ja, ist doch einfach, oder? Ach, macht doch, wie ihr wollt. Da ist die Schönheit. Also ich habe erstmal zwei Wraps gemacht. Na, wir wollen es ja erstmal nur probieren. Aber ich denke, es wird lecker schmecken. Warum so oder noch nicht? Hallo Leute, ich darf wieder probieren. Er schmilzt dahin. Es schmeckt so scheiße gut. So, dann probiere ich mal. Ja, so ein Rezept, das man ja mal nachmachen könnte, nochmal selber oder nochmal machen könnte. Das schmeckt einfach lecker. Und diese scharfe Soße, ich werde noch herausfinden, was das für eine ist und sie vielleicht nachmachen. Kein Problem. Also, ich werde jetzt weiter essen. Wir werden jetzt weiter essen. Es ist Hammer. Es ist noch genug da. Es ist einfach nur Hammer. Ja. Liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Zutatenliste gibt es wieder zum Schluss und in der Beschreibung. Nicht viel drum herum geredet. Ich habe Hunger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.